Willkommen in Potters Bluff. So, herzlich willkommen zu einem Video hier auf Potters Bluff Reviews. Heute stelle ich euch die Limited Demons Edition vor. Der Soundtrack von Demons, dem Film aus den 80er Jahren, dem Soundtrack von Claudio Simonetti. Und zwar hier in der auf 100 Stück nur limitierten Back Edition, die Soundtrack-Platte enthält, sowie CDs und einen Haufen Goodies. Aber genug geredet, wir werden gleich mal einsteigen. Also hier mit dieser Tüte, so kommt es dann an. Das ist schon ausverkauft. Sehr schön gemacht hier, der Druck ist auch ganz gut. Gefällt mir ganz gut. Und machen wir gleich mal auf, was alles dabei ist. So, dann holen wir erstmal die Platte raus, das Hauptstück dieses Bags. Hier Demons, die kann man noch ganz leicht auf der Seite des Labels bestellen, Rustblade oder halt auch bei deutschen Vertrieblern. Hier limitiert auf 666 Stück ist die Platte, aber wie gesagt, in dieser Tüte hier gibt es nur 100 Stück. So, jetzt zeige ich erstmal die Platte, die ist in blau transparent gehalten, einem sehr coolen Labelmotiv, wie ich finde hier, mit dieser Maske aus dem Film. Sehr schön gemacht, mit raren Demo-Versionen und Live-Tapes, naja, ihr wisst schon, das übliche Füllmaterial, in dem man sagt, wir bringen eine neue Edition raus. Aber da ich diesen Soundtrack noch nicht hatte, hat es mir in die Karten gespielt. Dann haben wir hier zwei Hochglanzposter in Kleinformat, aber dafür mit Hochglanzdruck und sehr schönen Dingern. Sehr schönen Motiven, nicht Dingern. Hier, und diese Seite ist sogar unterschrieben von Claudio Simonetti höchstpersönlich, und das ist kein Druck, das ist wirklich unterschrieben. Bei 100 Stück geht das ja auch, denke ich. Dann haben wir hier das Originalplakat. Das ist schon in der Goblin-Box enthalten, der Goblin-Horror-Box, die ich euch beim letzten Vinyl-Soundtrack-Update vorgestellt habe. Ah, da fällt mir ein, ich habe ja Demons schon. Ist er in der Box drin. Aber bei dieser Edition, die habe ich schon im Februar vorbestellt. Und bei der Goblin-Box ging es mir hauptsächlich um Opera. So, das war's zu der Platte. Hier ist dann die Metall-Case, die kann man auch extra bestellen. Das ist sozusagen die CD-Variante, aber die enthält noch einige coole Sachen. Ich werde gleich zeigen, das war alles hier in diesem Beutel drin. Und zwar haben wir hier ein nicht zu definierendes, keine Ahnung, 3D, weiß ich nicht, was das sein soll, als Funktion. Auf jeden Fall ist es ein durchlässiges, postkartengroßes Gebilde. Und hier haben wir eine Eintrittskarte ins Metropol-Kino. Das ist das Kino aus dem Film. Sehr cool, muss ich sagen. Und jetzt haben wir hier nochmal den Soundtrack hier einmal geremixed. Also das ist wahrscheinlich von verschiedenen anderen Künstlern wurde der Soundtrack remixed. Das Hauptthema ist ja ziemlich bekannt und auch sehr cool. Und hier haben wir nochmal die Soundtrack-CD im kleinen Digipack. Die kam bei mir leicht beschädigt an hier, die Ecke rausgebrochen, aber wie gesagt, die CDs waren mir eigentlich scheißegal. Aber hier drin auch schön. Wirklich coole Varianten dabei. Und hat die gleiche Tracklist wie die Platte, glaube ich. Ja, und Videotracks sind auch noch drauf. Ja, unten. Ja, hier unten sieht man die unteren Tracks, sind auch noch zwei Videoclips. So. Dann haben wir noch ein Patch zum Aufnähen von Demons. Auch sehr cool, finde ich. Cooles Gimmick. Eine Anstecknadel von Demons. Also hier wird der Demons-Fan vollkommen bedient. So, war das jetzt alles? Ich schaue nochmal in den Beutel. Ja, hier nochmal das Case an sich. Sehr schön schlicht gedruckt. Und jetzt kann man das alles wieder reinpacken. Ja, also, wie gesagt, ich finde diese Edition äußerst schön und hochwertig verarbeitet von dem Label Rustblade Records. Und ja, wer Demons noch nicht hat als Soundtrack, den kann ich das wirklich uneingeschränkt empfehlen, weil ich glaube, mehr geht nicht. Und wie gesagt, 100 Stück limitiert diese Version werdet ihr nicht bekommen, aber ihr könnt das einzeln kaufen und die Platte einzeln. Und ich denke mal, außer das Poster und so ein paar Kleinigkeiten ist da dasselbe drin. Man hat halt bloß den Beutel da nicht außenrum. Und hier, falls ihr fragt, was ich für eine Version habe von dem Film, hier eine Box von XT, ein sehr schönes Digipack mit allen drei Teilen, obwohl der dritte ja irgendwie nicht so richtig für mich dazugehört. Hier die drei Discs. Und hier die drei Plakate nochmal schön in Hochglanz. Auch eine schöne Edition zu diesem Film. Leider noch nicht auf Blu-ray erschienen, aber im Ausland gibt es ein schönes Steelbook mit beiden Teilen, mit den ersten beiden Teilen. Das hier ist auf 1000 limitiert. Aber auf diesem Steelbook im Ausland, also nicht das jetzt hier, ist kein deutscher Ton enthalten. So, das war's von Demons, der auf 100 Stück limitierten Back Edition. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das gefällt, was ihr vielleicht von dem Film haltet oder von Claudio Simonetti im Allgemeinen. Ich finde, er ist nicht so gut wie Goblin, aber hat ein, zwei gute Soundtracks gemacht, der hier gehört dazu. Aber im Allgemeinen seine neueren Sachen finde ich alle nicht so prickelnd, muss ich sagen. Na gut, das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, macht's gut, habt ein schönes Leben, hört euch Musik an.